Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zum Heiligparler, den oder einfach nur kurz Holyparler aus Legion. Ich möchte euch jetzt den Spec mal ein bisschen näher bringen, weil er einfach ein super Heiler ist und was ich so bei den diversen Raid-Tests und Instanz-Tests gesehen habe, wird er natürlich gerne mitgenommen, weil er sich auf die Situationen einstellen kann und auch enormen Schaden gegenheilen kann. Von der Spielweise her, oder beziehungsweise genau gesagt vom Aufbau her, wie üblich, wir schauen uns die Spielweise an, werfen einen genauen Blick auf die Artefaktwaffe, schauen uns die Items im Detail an, also was ihr da haben möchtet und natürlich nicht zu vergessen Buffs und Flasks. Bevor wir jetzt aber mal richtig loslegen können mit der Spielweise, müssen wir zuerst zwei kleine Sachen mal sicherstellen. Das erste ist hier der Lichtbringer, genauer gesagt geht es hier um die Meisterschaft des Heiligpaladin und zwar funktioniert die über Reichweite. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist es auch. Also je näher wir praktisch am Ziel stehen, umso mehr heilen wir. Wie habt ihr jetzt gerade gesehen, der erste Heal 123.000, jetzt laufen wir mal ein bisschen weiter weg. Der nächste Heal ist nur mehr knapp über 100, jetzt gehen wir praktisch auf Max Range und dann sind wir schon mit dem darauffolgenden Heal unter 100.000. Also von einer Variation eben von 25%, was ja die Mastery ist, aber wenn man das höher und höher stackt, kann das natürlich schon viel ausmachen. Daher gibt es eine Abhilfe, wir nutzen das 100er Talent und zwar haben wir die Möglichkeit mit Hilfe dieses 100er Talents, Flamme des Lichtbringers, die Flamme, wie nennt sich die andere? Flamme des Glaubens mit einzusetzen. Bedeutet also, wir setzen auf ein zweites Ziel, Flamme des Glaubens, und dann wird die Reichweite von dieser Flamme genommen. Und wenn wir schon bei der Flamme des Glaubens sind, noch gleich ein kurzer Blick darauf. Das ist nämlich das zweite Wichtige. Wir können, wenn wir jetzt nur ein Ziel zum Heilen haben, zum Beispiel einen Tank, setzen wir auch darauf die Flamme da. Wir Mana sparen oder beziehungsweise wir bekommen Mana zurück, wenn wir das Ziel mit einer Flamme heilen. Wenn es ein zweites Ziel gibt, geben wir darauf die Flamme, dann wird ein Teil unserer Heilung auf das zweite Ziel übertragen. Daher also diese Flamme sowie eben das Mastery, das müsst ihr im Kopf haben, damit ihr hier euren Heal maximal ausfahren könnt. So, und jetzt geht's aber gleich mal munter rein in die Spielweise. Wie sieht das Ganze aus? Wir unterscheiden mal geringen Schaden und extremen Schaden, wie es so schön heißt. Also beim geringen Schaden reicht vollkommen aus, wenn wir unseren Heiliger Schock nutzen. Da haben wir ja die Chance, dass er den Proc auslöst. Und zwar löst er den Proc Lichtinfusion aus. Damit wird natürlich die Castzeit von Heiliges Licht reduziert oder aber auch der geheilte Wert von unserem Lichtblitz. Für uns ist nun mal eben wichtig, die kleine Rotation eben mit Heiliger Schock und dann den ganz günstigen Zauber Heiliges Licht. Also das können wir dann somit ganz gut den moderaten Schaden gegenheilen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, wir setzen einfach unseren Hammer des Lichts. Das ist eben dieser kleine Hot. Alles, was drin steht, wird geheilt und dann können wir während dieser Zeit sogar Schaden machen. Also Schaden machen natürlich mit unserem Richturteil und unserem Kreuzfahrerstoß. Das ist aber wirklich nur dann, wenn nichts los ist, um hier noch ein bisschen aktiv am Kampf teilzunehmen und nicht einfach nur AFK daneben zu stehen. Es sieht die Sache schon mal ganz anders aus, wenn wir es mit hohen Schaden zu tun haben. Also wir gehen jetzt hier von hohen eingehenden Schaden. Da müssen wir richtig Gas geben. Da aktivieren wir zuerst unsere zornige Vergeltung, um den Crit-Schaden und den geheilten Wert zu erhöhen. Danach gehen wir sogar auf unsere Art der Faktwaffe, das nennt sich Tyrs Errettung, die werfen wir an, denn damit erhöht sich nochmal der Heal um einiges und dann beginnen wir praktisch in Kombination mit Heiliger Schock und Lichtblitz, das spammen wir dann in unsere zu heilenden Ziele rein, damit die auch alle wirklich am Leben bleiben. Also das ist dann, wenn es wirklich kritisch wird, geben wir hier richtig Gas, saugt unser Mana natürlich raus wie nichts, da müssen wir sehr stark drauf aufpassen. Aber wir hätten ja noch die Möglichkeit, das ist jetzt auch neu, Licht des Märtyrers zu nutzen. Licht des Märtyrers macht einfach Folgendes. Wir heilen schon noch ein bisschen über Mana, es ist ein sehr günstiger Zauber, aber wir verlieren Leben. Also wir verlieren Leben und geben unser Leben praktisch dem zu heilenden Wert. Ist sehr gut, wenn man low an Mana ist, sollte man aber nicht übertreiben, da man damit sich einfach auch selbst töten kann. So, und wenn wir jetzt aber für die Gruppe verantwortlich sind, also nicht für einzelne Ziele, sondern praktisch für alle Ziele, nutzen wir zuerst natürlich immer auf Cooldown Licht der Morgendämmerung. Hier müsst ihr auf die Positionierung achten. Alles, was vor euch steht, wird geheilt. Hammer des Lichts, habt ihr vorhin schon gesehen, wird einfach am Boden gepoppt. Und dann haben wir noch Heiliges Prisma, was ja auf das Main Target und dann sich nochmal auf ein paar Ziele weiter verteilt. Also das ist schon eine ganz gute Konstellation, wenn man hier ein bisschen damit arbeitet. Nebenbei natürlich ist unverzichtbar weiterhin Heiliger Schock und die Prox davon mit Heiliges Licht oder Lichtblitz zu nutzen und sobald es dann wieder ready sind, geht es von vorne los. Licht der Morgendämmerung, den Hammer, wenn wir es wieder haben, Hammer des Lichts und Heiliges Prisma. Natürlich wird das Ganze auf Cooldown gespammt, solange bis wir halt mehr oder weniger kein Mana mehr haben.
Natürlich verfügt der Paladin jetzt aber nicht nur um die Macht des Heilens, sondern wir haben hier auch noch ein paar Cooldowns, die wir uns nochmal im Detail anschauen möchten. Natürlich das Gottesschild, um kompletten Schaden einfach rauszunehmen bzw. zu avoiden. Dann hat der Holy Paladin die Möglichkeit von göttlicher Schutz. Der wird einfach für 12 Sekunden lang der erlittenen Schaden um 20% reduziert, ist jede Minute einsetzbar. Also kann man, sollte man auch und kann man auch sehr, sehr oft einsetzen. Danach haben wir noch einen sehr, sehr mächtigen Zauber, die Aurenmeisterschaft. Das hängt jetzt ab, welches 60er Talent wir gewählt haben aus unserer Talentreihe. Das wird um 100% verstärkt. Wir haben hier die Aura, welche einen Heal, eine Heal-Aura praktisch erzeugt und Liam 100% mehr. Seht ihr schon, hier ticken unsere Hots einfach mal doppelt so hoch. Danach gibt es dann natürlich wieder die Möglichkeit für Segen des Schutzes, um den Melee-Schaden zu avoiden und eines der wohl auch wichtigsten Talente, so ein Talent, was noch einmal das Leben rettet, ist Hand auflegen. Also wenn es wirklich kritisch wäre, das habt ihr gerade gesehen, es waren 1,6 Millionen Heal, also je nachdem wie viel Leben ihr habt, so viel könnt ihr auch weitergeben, also das ist einfach ein Talent, das sollte im Kampf garantiert einmal genutzt werden und garantiert auch einmal rausgehen. Jetzt aber mal genug von diesen Talenten, jetzt wird es mal Zeit, uns der Artefaktwaffe zu widmen. Es ist ja das Mega-Feature aus Legion, denn jede Spezialisierung verfügt über eine eigene Artefaktwaffe und jede Artefaktwaffe hat einen komplett eigenen Artefaktwaffenbaum, wo diverse Fähigkeiten verstärkt werden und für uns besonders wichtig sind diese drei golden umrahmten Fähigkeiten, denn die wollen wir natürlich so schnell wie möglich haben, um unsere Heilung nochmal drastisch nach oben zu drehen und dafür müssen wir natürlich jede Menge Artefaktpower sammeln. Aber nicht nur die Talente selbst sind wichtig, sondern auch es gibt, jede Artefaktwaffe hat drei Relikte. Wir haben hier zweimal ein heiliges Artefaktrelikt und ein lebendes Artefaktrelikt und da haben wir einfach die Möglichkeit nochmals zusätzlich unsere Talente zu verstärken und aber auch das Item-Level der Artefaktwaffe zu erhöhen. Also wenn ihr hier drei epische Relikte reingibt, geht das Item-Level nochmal um über 150 Level nach oben. So, und jetzt wird es natürlich Zeit, mal auf die Items, Buffoods und sonstiges von dem Holy Paladin zu schauen. Wie ihr seht, die üblichen Verdächtigen, Intelligenz, Ausdauer, Rüstung. Was hier neu ist, natürlich die Regeneration. Es gibt ja keine Spirit-Items mehr, daher müssen wir da jetzt gut haushalten. Wir haben zwar die Möglichkeit, noch externe Cooldowns irgendwie einzusetzen, um ein bisschen an Mana zu kommen, aber generell müssen wir mit der Regenerationsrate leben, beziehungsweise uns den Heilung so einteilen, dass wir damit auskommen. Von den Verstärkungen her, von den sogenannten sekundären Werten, haben wir hier kritische Trefferwertung, Tempo, Meisterschaft und Vielseitigkeit. Wie üblich, Meisterschaft wirkt sich direkt auf unser Meisterschaftstalent aus. Das ist ja das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Je näher wir beim Ziel stehen, umso mehr Heilung wird hervorgerufen. Das Ganze können wir noch mit dem 100er Talent ein bisschen umgehen, dass wenn wir unsere Flamme setzen, uns trotzdem frei im Raid bewegen können und so trotzdem den maximalen Heal rausfahren, also ist Meisterschaft schon mal ein ganz guter Wert und kritischer Trefferchance. Auch hier muss man sagen, ja okay, dadurch, dass unser Holy Shock ja davon direkt profitiert, beziehungsweise doppelt davon profitiert, ist es natürlich nicht so schlecht, da ein bisschen was mitzunehmen, denn mehr Crits bedeutet auch automatisch mehr Procs. Von den Verzauberungen her, wieder das Übliche auf den Umhang, nehmen wir die Intelligenz. Bei den Ringen müssen wir jetzt schauen, was am besten ist. Ich würde mal stark zur Meisterschaft oder, wo haben wir es hier, kritischer Trefferwertung tendieren. Vom Buffoot her auch wieder das gleiche, das was halt euch am meisten bringt. Es gibt leider kein Int-Buffoot oder irgendein Regenerations-Buffoot. Wäre mir jetzt nicht über den Weg gelaufen und daher auch wieder, denke ich mal, Meisterschaft oder kritische Trefferwertung. Wieder beim Buffoot der wichtige Hinweis, wenn ihr euch natürlich einmal abgelegt habt oder so, müsst ihr einen erneuten Buffoot einwerfen. Flask nehmen wir natürlich eine Int-Flask und was jetzt noch ganz wichtig ist, sind die sogenannten legendären Items, weil wir ja mit Legion neu sind. Auch hier der Hinweis zur Vervollständigung, man kann am Anfang nur eines dieser Items tragen. Bedeutet also, wenn ihr jetzt wirklich das Glück habt und mehrere findet, müsst ihr euch besonders zu Anfang für eines entscheiden. Durch den Ausbau der Ordenshalle wird es dann möglich sein, ein zweites dieser Items anzulegen. Und für uns sind besonders interessant zum Beispiel Handgelenke, Taille und natürlich die Finger, denn die brauchen keinen T19-Slot, daher können wir die auch gut anlegen. Zum Beispiel hier schon mit bei diesem Ring, Richtoteil erhöht eure Heilung 5 Sekunden lang um 20%, brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Ansonsten haben wir hier noch die Möglichkeit, ein bisschen einen Selbstheal auszubacken oder hier so, dass die Segen
des Schutzes, Opferung und so weiter, hier der Cooldown, die Effektdauer, muss ich sagen, nicht der Cooldown, natürlich die Effektdauer nochmal erhöht wird. Und was gern übersehen wird, was ich persönlich aber gar nicht so schlecht finde, ist zum Beispiel auch die Halskette. Die geht ja großteils für alle Klassen, und wenn ihr 5 Sekunden lang keinen Schaden erleidet, erhaltet ihr für 30 Sekunden ein Absorptionsschild in der Höhe eures Lebens. Also dieser Effekt kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten, aber es ist nun mal einfach so, wenn ihr in einer Instanz oder im Raid seid, absorbiert das auf die Dauer gesehen bei so einem 6-Minuten-Kampf oder 8-Minuten-Kampf, wo man ja nicht durchgehend Schaden kriegt, aber wo es immer wieder mal so eine Druckwelle gibt, absorbiert das dann doch schon einiges an Schaden und speichert oder beziehungsweise sorgt dann dafür, dass ihr einfach mehr Mana zum Heilen habt. Jetzt habt ihr es aber auch schon fast geschafft. Noch ein wichtiger Hinweis, wie bei allen Videos am Ende, es gibt einen schriftlichen Part, der befindet sich unterhalb des Videos verlinkt. Dort gibt es Bisslisten, eine Auflistung der Relikte, welche ihr verwenden solltet, und es gibt noch diverse Rotationsverfeinerungen. Man kann natürlich diverse Kämpfe simulieren, und da zahlt es sich schon nochmal aus, einen genauen Blick darauf zu riskieren, wie man jetzt wirklich am effektivsten heilt. Sollte die Spezialisierung nicht für euch sein, kein Problem. Auf der linken Seite findet ihr den Schutzpaladin, also praktisch den Tank-Spec, und auf der rechten Seite den Damage-Spec. Das ist ja der Vergelter-Paladin. Und ich verabschiede mich, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß in Legion.